So, wir haben ja heute einen etwas bekannteren Herrn hier, den Herrn Ken Jebsen. Und ich würde mich freuen, wenn der Ken jetzt ein paar Worte an euch richten würde. Und ich weiß, ach, da ist er. Ich suche ihn schon im Publikum. Hallo Ken. Habt ihr Zeit? Ja. Das ist schon mal der erste Irrtum, Zeit habt ihr keine. Ich fahre in letzter Zeit relativ viel durch die Republik als Reporter und besuche die ein oder andere Mahnwache. Und da treffe ich sehr viele Menschen, die es gut meinen, was das Gegenteil ist von gut. Und die kommen dann immer zu mir, weil ich vielleicht ein bisschen bekannter bin als sie selber und fragen mich, was sie tun sollen. Könnt ihr mich verstehen? Gut. Also Leute, die ich nicht kenne, fragen mich, was sie tun sollen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was sie tun sollen. Ich kenne euch ja gar nicht. Und wenn man solche Gespräche 300 Mal am Tag führen muss, dann wird man irgendwann wird man sauer. Und es stellt sich die Frage, hat die Mahnwache etwas Wesentliches transportiert? Ich glaube, nein. Okay? Etwas Wesentliches hat sie nämlich nicht transportiert. Es geht nicht darum, wenn ihr für den Frieden seid, also für den Erhalt des Friedens in Europa, was an sich schon Lug und Trug ist, weil der Frieden ist ja schon längst durch den Kamin. Seit 1999 ist Deutschland mit dem Jugoslawienkrieg dabei und der Krieg in der Ukraine tobt ja schon. Also von Friedenserhalt kann ja gar nicht die Rede sein. Das ist schon der erste Irrtum, okay? Also, es hat keinen Wert, wenn eine wesentliche Botschaft bei diesen Mahnwachen nicht angekommen ist, nämlich, dass ihr, jeder Einzelne von euch, nicht auf irgendjemanden warten soll, der bekannter ist als er. Was soll denn das? Das geht mir echt auf den Zeiger. Dass Leute zu mir sagen, mir fehlen die Kapazitäten. Was ist das dein, ist das deine Sprache, mir fehlen die Kapazitäten? Also wer ein Gehirn hat und hierher findet, der hat doch wohl Kapazität genug, einen Ort aufzusuchen, wo er denkt, dass er irgendwas reißen kann, oder? Ihr alle, wenn ihr auf die Welt kommt, habt doch schon die Kapazitäten, ja? Wenn er hier, der Kleine, ja, den Spielplatz aufsuchen will oder hat Hunger auf irgendwas, dann geht er doch nicht zu seinen Eltern und fragt, auf was habe ich denn Hunger? Dann holt er sich das, auf was er Hunger hat und beißt rein und das schmeckt ihm dann. Aber die meisten von euch wollen erst jemanden haben, der absegnet, auf was sie politisch Hunger haben könnten. Das ist der größte Fehler. Hört auf Leute zu warten, die bekannter sind, damit die euch garantieren, dass der Weg, den ihr nicht wisst, welcher ihr gehen sollt, den ihr dann geht, der sichere Weg ist. Woher soll ich wissen, ob der Weg, den ihr gehen wollt, ob der sicher ist? Hört auf, Menschen zu fragen, die bekannter sind als ihr, damit ihr das Risiko minimieren. Niemand kann das Risiko minimieren. Seinen eigenen Weg zu gehen, ist das Risiko. Das Risiko ist der Weg. Das verstehen die meisten Leute nicht. Sie sagen, ich möchte aber gefahrlos mich ändern. Das ganze Leben ist nicht gefahrlos, okay? Es ist aber sehr gefährlich, wenn man darauf wartet, dass Dritte kommen, die einem dann sagen, mach das mal in die Richtung. Was würde es nützen in einer neuen Bewegung, wenn es dort eine Pyramide ist, wo jemand an der Spitze sitzt, wo dann du nur das machst, was dieser Neue jetzt macht? Wo ist der Unterschied dann zwischen mir und Angela Merkel? Wenn du dasselbe tust, nämlich nichts, irgendjemandem folgen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir folgen die Bälle. Genau. Und ich kenne auch viele, die gesagt haben in den letzten Wochen, also ich bin ein bisschen enttäuscht. Von den Mahnwachen, da hätte ich mehr erwartet. Ja, ich auch. Hätte ich mehr erwartet. Ich bin da ein bisschen enttäuscht. Ne? Also als Sprachfetischist kann ich nur Folgendes sagen. Das Wort Enttäuschung, da steckt das Wort Täuschung drin. Wer die Mahnwachen braucht, um enttäuscht zu sein, der sollte das als etwas Positives wahrnehmen. Er sollte nämlich aufhören, sich selber zu täuschen. Die Mahnwachen oder das Teilnehmen an den Mahnwachen bedeutet überhaupt nichts, wenn du danach in dein altes Leben zurückkehrst. Davon solltest du enttäuscht sein, wenn du sagst, ich war auf der Mahnwache und dann bin ich nach Hause gegangen und es war gar nicht alles total anders. Ich war doch auf der Mahnwache. Was nützt dir denn die fucking Mahnwache, wenn du gar nicht verstehst, um was es geht? Und da hätte ich mehr erwartet. Wir sind zusammen, nicht allein. Er hat's gut, weil selig sind die, die da geistig arm sind. Okay? Aber so weit seid ihr doch nicht. Das ist ja euer Problem. Dass es noch wehtut, was ihr spürt. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, er hätte mehr erwartet, ja? Da steckt das Wort Warten drin. Er soll mit dem Warten mal aufhören. Ich persönlich habe nie etwas erwartet. Ich warte nicht auf euch, ihn, ich warte auf gar keinen mehr. Ich habe mit dem Warten aufgehört. Wenn du was reißen willst, dann hör auf mit dem Warten. Mach dein eigenes Ding. Warte nicht auf irgendjemanden, der dich bei der Hand nimmt und dich bestätigt. Später.
Das ist ständig diese Erwartungshaltung. Ja? Und diese Erwartungshaltung, was heißt sie denn konkret, wenn ihr mal ehrlich seid, wenn ihr überhaupt wisst, was das ist? Erwartungshaltung bei vielen ist doch, ihr seid mit eurem jetzigen Leben unzufrieden, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt's Gründe, okay? Das akzeptiere ich, okay? Wir alle sind unzufrieden, weil es geht uns wahnsinnig schlecht. Schaut euch um. Schaut euch mal um, wie schlecht es uns geht. Sogar denen, denen es schlecht geht, denen es richtig schlecht, schaut euch mal um. Wart ihr mal in Homs? Oder in Gaza? Geht's euch da schlecht dagegen? Also die meisten, die Veränderung wollen, wollen im Grunde nur eines. Sie wollen in der Pyramide des Wohlstandes nach oben rücken. Das ist alles, was sie interessiert. Sie sind unzufrieden nicht mit der Pyramide an sich, mit der Pyramidengesellschaft. Sie sind unzufrieden mit ihrer Position in der Pyramide. Und wenn ich sie nach oben hieven würde, dann wären sie zufrieden. Das ist keine Revolution. Das ist totaler Käse. Und damit habe ich nichts zu tun. Damit habe ich nichts zu tun. Ja? Und ich habe einen interessanten Satz gelesen in einer großen Gazette von jemandem, der damals auf der Krim dabei war und die Krim verteidigt hat gegen die Faschisten in Kiew. Ja? Der hat folgenden Satz gesagt: Die Revolution ist was, das von Idealisten gemacht wird, und profitieren tun die Drecksäcke. Das stimmt. Das stimmt. Das heißt, wenn ich eine Revolution wollte, was ich gar nicht will, wäre eine Evolution, ja? Was anderes, ja? Wenn ich eine Revolution wollte, dann würden Leute erwarten, dass ich dann die Revolution anführe, ja? Das könnt ihr euch total abschminken, okay? Ich führe überhaupt niemanden an. Ich brauche echt niemanden, ja? Ich bin allein auf diese Welt gekommen und ich werde auch alleine sterben und es wird keiner aus Solidarität mitkommen, oder? Ey Mann, ihr müsst mal verstehen, dass ihr allein seid. Ihr seid allein und ihr habt vielleicht eine Freundin oder eine Familie, das ist ein Team auf Zeit, es geht nur um die Zeit. Dann macht doch was mit eurer Zeit. Das Leben ist ein Risikospiel, aber riskiert doch auch was, sonst seid ihr bloß Gamer, die zuschauen. Das hat doch gar keinen Wert. Das haben die meisten Leute überhaupt nicht verstanden. Was soll ich denn als nächstes machen, was dir einfällt? Ich habe gerade einen 30-Jährigen getroffen mit seinem Kind und habe gesagt, hör zu, wenn du etwas ändern willst, ja, frage ich, hast du den Beruf, den du gerne machen möchtest? Nein, dann kündige. Dann kündige. Du hast natürlich eine Verantwortung gegenüber deinem Kind, dann kündige nicht sofort, aber sag mal im nächsten Vierteljahr. Und wenn du sagst, du möchtest gerne mit deiner Frau und deinem Kind eine Weltreise machen, um deinem Kind zu zeigen, wie die Welt aussieht, dann mach diese Erfahrung. Dann mach das und frage nicht erst bei der Krankenkasse, wie das versichert ist. Weil jede Versicherung, die du abschließt, erzählt dir, sie garantiert dir, dass das, was eintritt, dich eintritt. Das stimmt natürlich nicht. Eine Versicherung gegen Blitzschlag schützt dich doch nicht vor Blitzschlag. Oder haben die einen Deal mit dem Blitz? Die erzählen dir nur, wenn dich der Blitz treffen sollte, wenn dann noch was nach ist, dann helfen sie dir. Diese ganzen Gesellschaften sind Versicherungsgesellschaften. Was versichern die euch? Die versichern euch, dass ihr sicher seid für eurem eigenen Leben. Hört auf, das Leben anderer Leute zu leben. Hört auf Leute zu warten, die bekannter sind, sagen, was der gesagt hat, das finde ich jetzt auch. Und das mache ich jetzt auch. Und wenn das dann nicht so aufgeht, dann bin ich total enttäuscht von ihm. Dann hätte ich mehr erwartet. Dann warte ich auf den nächsten Revolutionär. Das ist Käse. Okay? Was ist der Sinn und das Ziel dieser Mahnwachen? Also habe ich das verstanden, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Der Sinn und das Ziel dieser Mahnwachen ist für den Einzelnen, der keinen Bock mehr hat, sich selbst zu belügen und das merkt, dass sich das beschissen anfühlt, dass er hier erkennt, dass er nicht alleine ist, dabei zu erkennen, wie es beschissen ist. Das ist aber auch schon alles. Dass er eben sieht, dass er nicht alleine ist und dass es andere gibt, die ein ähnliches Gefühl haben. Und dann kann er sagen, hey, ich habe Erfahrung gemacht, du hast Erfahrung gemacht, was aber nicht bedeutet, dass jeder den Weg mit dem anderen zusammen dann ohne Risiko geht. Wenn ihr eine Bergtour macht und ein erfahrener Bergführer kommt oben an, heißt es noch lange nicht, dass du auch oben ankommst, weil er hat ja so viel Erfahrung. Es könnte sogar bedeuten, dass er, obwohl er so viel Erfahrung hat, abschmiert und du mit weniger Erfahrung kommst, teil wieder runter. Wie geht denn das? Es gibt in diesem Leben keine Garantien. Und wenn ihr eine andere Gesellschaft wollt, und da gibt es schon die ein oder andere, die eine andere Gesellschaft wollen, dann müssen sie erstmal anfangen zu erkennen, in welcher Gesellschaft sie überhaupt leben. Das haben die meisten ja gar nicht getan. Die meisten haben nur eine diffuse Vorstellung, wie diese Gesellschaft sein könnte. Die ist nicht so ganz in Ordnung, jetzt wollen sie die Gesellschaft verändern. Aber nach bekannten Regeln wieder von anderen aus der Gesellschaft. Schon falsch. Mach deine eigenen Regeln. Mach deine eigenen Regeln. Ja? Und wenn du dir die Frage stellst, ja, was... Wie geht denn das? Wenn du nicht weißt, was du willst, dann überleg dir mal ganz genau, was du nicht willst. Alles, was du nicht willst, wenn du das lassen würdest, würde nur noch das übrig bleiben, was du willst. Das ist, was du willst. Hör auf mit den Sachen, die du nicht willst. Aber die meisten sagen, ich weiß ja gar nicht, was ich will oder ich möchte auch ein ganz anderes Leben leben und so lange lebe ich das Leben, was ich nicht möchte. Warum verschwendet ihr eure Zeit? Warum verschwendet ihr eure Zeit? Ja? Und
wenn ihr mich fragt, wie ich das mache, ja, ich koche auch bloß mit Wasser, ja? Ich tue da ein bisschen Koffein rein, ich trinke nur Kaffee, ja? Aber ich habe keine Ahnung, ja? Und deswegen, worauf ich überhaupt nicht stehe, wenn jemand mir schreibt, Ken for President, der wird direkt geblockiert. Ja, oder wenn jemand sagt, hör zu, ich möchte mich fotografieren lassen mit dir, um meinen Freund zu zeigen, ich kenne dich. Fuck off! Ihr sollt euch, fotografiert euch doch selber. Ja, ich habe neulich gesehen, Rolleye-Selfie-Stick, wo man sich selbst fotografieren kann. Sowas gibt's in dieser Gesellschaft, ja? Fotografiert euch selber, macht das, hängt euch das Bild über euer Bett und sagt, so wie ich damals war auf diesem Foto, möchte ich nicht mehr sein. Dass ich erst ein Foto von mir brauche, um zu erkennen, wie ich nicht sein möchte. Schlimme Worte, nicht wahr? Da hätte ich mehr erwartet. Ja, was denn? Ja, ihr braucht doch nicht einen Fremden, ja, der vielleicht ein bisschen besser reden kann, weil es sein Job ist. Der euch sagt ja zu, irgendwas in eurem Leben stimmt nicht. Denn wenn ihr einen Fremden erst dazu braucht, dann stimmt so viel bei euch nicht, dann geht nach Hause. Dann geht nach Hause. Ja? Ich nenne es das Jesus-Problem, okay? Nach jedem Wunder, was er gebracht hat, muss er ein neues bringen. Und wenn er es dann X gebracht hat, das habe ich nicht mitbekommen. Oder kannst du das auch zweimal? Ja? Immer dasselbe, okay? Und das, wenn ihr eine andere Gesellschaft wollt, wenn ihr, dann sagt euch los von diesen falschen Götzen. Ich bin sicher, ja? In wenigen Tagen wird man sich erklären müssen, warum man nicht das neue iPhone 6 Plus hat. Bin ich sicher, ja? Und ich habe es neulich schon mal gesagt, es ist ja nicht so, ja? Wenn man sich Sorgen macht um diese Gesellschaft, wenn man sich Sorgen macht, dass Menschen nicht bereit sind, auf die Straße zu gehen für eine Veränderung und ihre Gesundheit zu riskieren, das ist nicht so. Die Menschen sind bereit, was zu riskieren und sogar ihre Gesundheit zu riskieren. Sie campen seit Wochen vor den Apple-Shops. Das denke ich mir doch nicht aus. Das gibt's doch wirklich, ja? Also, wenn die Orientierung von jemandem, das Größte, was er, wo er sagen kann, das, ich war damals dabei, ich hatte das erste iPhone 6, dann bedeutet das gar nicht negativ, das bedeutet, diese Person hat sich ein Ziel gesteckt und ist bereit, dafür ganz schön weit zu gehen. Ich finde, das Ziel ist ein bisschen lächerlich, aber er ist bereit, er kann ein Ziel schon gehen. Die meisten von euch haben Ziele. Ich möchte meinen Bachelor machen, ich möchte meinen Eltern weitergefallen, ich möchte in diesem Stadtteil nicht wohnen, sondern da drüben und eine schicke Familie, weil dann werde ich von der Gesellschaft anerkannt. Das ist zwar nicht mein Leben, aber das Leben, was ich dann lebe, leben viele andere auch. Und die sagen dann, du hast es richtig gemacht. Du lebst genauso ein Leben wie ich auch. Das ist zwar nicht mein Leben, aber gemeinsam haben wir das falsche Leben und wir bestätigen uns gegenseitig, dass das falsche Leben ist. Und deswegen ist es nicht nur ganz richtig falsch, sondern es ist ein gemeinsames Leben. Es ist zwar scheiße, aber wir teilen die Scheiße. Das ist es. Ja. So, und als ich damals aus einem Sender entfernt wurde, ja, weil ich da das gemacht habe, was ich immer schon gemacht habe, nur das hat dann irgendjemand gemerkt, da hätte ich ja einknicken können, ja, vor mir selber. Also darauf würde ich keine Wette annehmen, ja, darauf würde ich keine Wette annehmen. Ich meine, ich hab's, der einsamste Moment, den man so hat, ist, wenn man abends in seinem Bett liegt, mit da ohne Partner, guckt an die Decke und fragt sich, war der heutige Tag und was ich heute gemacht habe, so, wie ich das immer schon haben wollte, oder kann man sagen, dass eigentlich das meiste davon total verlogen ist und ich ein Spiel mitspiele, aber nicht den Mumm habe, nicht den Elan habe, zu faul bin, morgen etwas völlig anderes zu tun. Ist das nicht eigentlich so? Los, gebe Bayern, Kasten! Dass die meisten Menschen, dass die Veränderung, die sie wollen und wo sie auch wissen, wie sie geht, immer nach vorne verschieben, für später. Ihr könntet sofort eine andere Gesellschaft haben, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist, liegt nicht an denjenigen, die sagen, wie es gemacht werden soll, sondern an den meisten, die es einfach machen. Und das seid ihr, Mann. Ihr seid das, okay? Wenn ihr also darauf wartet, ja, dass ich euch die Schuldigen benenne, das kann ich schon tun, ja? Die Schuldigen sitzen hier, die Schuldigen sind überall, das sind die Schuldigen. Weil da gibt's ja, ich glaube, Schiller hat das gesagt, ja? Wenn die Kleinen aufhören zu kriechen, hören die oben auf zu regieren und zu befehlen. Hört doch mit dem Gekrieche mal auf. Ja? So, und wenn du, ja, wenn du zum Beispiel, mal ganz einfache Sachen, das klingt alles so total abstrakt, wenn du sagst, du möchtest gerne weniger Plastiktüten auf dieser Welt, da gibt es echt einen Trick. Kauf keine Plastiktüten. Oder aber nimm keine Plastiktüten an. Wenn du sagst, ich möchte nicht mein Geld irgendwelchen Banken geben, die es in Rüstungsgeschäfte stecken, dann geh zu einer Bank, die das nicht tut. Und wenn du nicht weißt, ob deine Bank so eine ist, dann frag doch mal bei deiner Bank. Entschuldigung, stecken Sie Ihr Geld in Rüstungsgeschäfte? Ja, aber nur ein paar. Dann kündige da. Wann denn? Na jetzt. Heute. Morgen. Dann melde dich morgen krank und sag, ich habe morgen ein paar Sachen. Ich wechsle meinen Energieversorger, kein Atomstrom, sondern Wasserkraft aus X.
Ich wechsle meine Bank, keine Plastiktüten, Fleisch, auch nur, wenn es sein muss. Wer hindert dich denn da dran? Aber da muss doch ich nicht nach Saarbrücken kommen, um dir diese Botschaft zu sagen, oder? Das weißt du doch selber. Aber jetzt hast du es mal in Saarbrücken gehört und jetzt kannst du es tun, nicht? Vorher ging es gar nicht, nicht wahr? Und das ist der Punkt, ja? Wenn jemand glaubt, ich wäre sauer, der weiß nicht, wie es ist, wenn ich wirklich sauer bin. Ja? Ich bin zornig, aber Zorn ist ja eine gute Energie, okay? Ihr seid wirklich wahnsinnig lethargisch. Alle zusammen, lethargisch. Und das ist so ein bisschen wie bei einer Titanic, ja? Ich habe aufgehört, ja? Die Menschen auf den verschiedenen Decks dazu zu überreden, die Boote zu Wasser lassen. Geht doch unter! Geht doch unter! Könnt ihr schwimmen? Seid ihr vorbereitet, auf was das danach kommt? Nein, dann werdet ihr auf der Strecke bleiben. Und es spielt auch keine Rolle. Wer sich für sein eigenes Leben nicht interessiert, auf den kommt es nicht an, Mann. Der hat auch nicht verdient, dass man ihn rettet. Wenn er für sich selber nicht etwas tut, warum sollen andere etwas für ihn tun? Weil wenn er für sich selber nichts tut, also auch nicht für die Gesellschaft, zu der ja andere gehören, warum sollten die anderen sich um ihn kümmern? Warum sollten die das tun? Ja? Und das ist der Punkt, du wartest immer, dass jemand kommt und was für dich tut, dann sind wir bei Kennedy. Was tust du für dich und dein Land, dein Umfeld, deine Nachbarschaft, dein Teil der Titanic? Du sagst, Entschuldigung, die anderen, mir steht das zu, dass man mich rettet. Warum steht es dir zu, dass man dich rettet? Du bist mitverantwortlich dafür, dass dieser Kahn sinkt, weil du wartest, dass jemand kommt, der dich rettet, weil es dir zusteht. Dir steht überhaupt nichts zu. Deswegen ist es absurd, auf Mahnwachen zu gehen. Die restliche Zeit unter zwischen den Mahnwachen genau das zu machen, was man sowieso immer alles schon gemacht hat und auf der nächsten Mahnwache andere zu finden, die bestätigen, dass echt was total schief läuft bei uns. Diejenigen, ja, die an dieser Gesellschaft wirklich was ändern könnten, sind ja gar nicht auf diesen Mahnwachen, richtig? Falsch. Die einzigen, die etwas ändern können an dieser Gesellschaft, die sitzen doch hier. Ihr seid die Gesellschaft. Nicht Angela Merkel oder Gabriel oder Gregor Gysi ist die Gesellschaft. Ihr seid die Gesellschaft. Okay? Und das, was man geschafft hat, ist, euch zu drillen, dass ihr einen Anführer braucht, der euch das absegnet. Wenn ihr heimlich Sex haben wollt, neben eurer Freundin, lasst ihr euch das irgendwo absegnen. Wenn ihr Geld ausgibt für Dinge, die ihr euch nicht leisten könnt, lasst ihr euch das irgendwo absegnen oder macht ihr das heimlich? Fangt doch mal heimlich euer Leben an. Versucht es doch mal. Heimlich, ihr fangt heimlich euer Leben an, ihr macht einfach mal morgen und die nächsten Wochen etwas, was ihr immer schon mal machen wollt, aber macht das doch heimlich. Nee, offiziell. Ja, ihr könnt, das ist dann wahrscheinlich offiziell. Es gibt nämlich eine Person, die mitbekommt, dass ihr das heimlich macht, das wärt ihr. Und nur um die geht's, okay? Das ist auch die einzige Person, die euch nachher bestätigen kann, ob euer Leben sich gut anfühlt oder holt ihr euch die Bestätigung auch von jemand anders. Das ist Apple, das ist C&A. Die bestätigen euch, dass euer beschissenes Leben sich gut anfühlt, nämlich wie das Leben von Apple und C&A. Yeah. So, und wenn ihr Probleme habt mit Apple, C&A, der Sparkasse und dem Eiskaffee, dann konsumiert das nicht. Die Kunst heutzutage besteht nicht darin, ja, sich auszuwählen, was man von all dem will, sondern dass die große Unterlassung dieser Konsumgüter, die euch nämlich von eurem eigenen Leben wegbringen. Wenn der Mensch auf die Welt kommt, hat er keinen Telekom-Vertrag. Er ist auch nicht beim ADAC und er ist auch nicht versichert und trotzdem geht es irgendwie voran. Wenn er auf die Welt kommt, dann kann er eigentlich nichts. Er kann nicht sprechen, er kann nicht laufen und trotzdem springt er ins Leben und macht das. Also er hat überhaupt keine Ahnung und ist total mutig. Und je mehr er lernt, je länger er hier ist, desto mehr Angst hat er. Das widerspricht sich, Freunde. Das widerspricht sich. Also was machen die mit eurem Know-how? Was machen die mit eurem Know-how? Die drillen euch, ja? Und das habe ich heute schon mal einem von euch gesagt, okay? Was ist denn das eigentliche Problem, warum ihr es nicht tut? Womit hat das denn zu tun, dass ihr es nicht tut? Dass die meisten hier sagen, ich würde ja gerne, ihr habt doch nur Angst. Wovor? Wovor habt ihr Angst? Oder was könnte euch helfen, dass es diese Angst nicht mehr gäbe? Wenn du vor etwas Angst hast, gibt es nur eine Möglichkeit, diese Angst zu überwinden. Du musst dich genau dieser Angst stellen. Ich hatte mal Höhenangst. Dann habe ich einen Fallschirmkurs gemacht. Jetzt habe ich keine Höhenangst mehr. Ich liebe die Höhe. Die Angst ist weg. Jeder hat solche Ängste. Stell dich diesen Ängsten. Das macht dich frei. Du musst keine Angst haben, was morgen passiert. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Du weißt nicht, was morgen passiert. Mach einfach morgen. Ohne Angst. Und wenn du dich von deiner Angst leiten lässt, ja, hast du keine Chance, in deinem Leben irgendwas zu reißen. Die meisten von euch haben doch Angst, was die Nachbarn denken.
was eure Eltern dann sagen. Eure Freunde sind dann enttäuscht von euch, weil ihr nicht das macht, was die von euch erwartet haben. Die haben ja von euch ein Urteil, ihr habt auch ein Urteil über den und den. Das sind Vorurteile. Und was sind Vorurteile? Vorurteile werden von Menschen erfunden, ja, und in Schubladen gesteckt, damit sie eben ihre eigenen Vorurteile in diesen Schubladen finden. Das ist das Koordinatensystem von Fremden. Vorurteile sind die Urteile fremder Leute. Schubladen ist für Fremde. Ich habe über den und das gelesen. Der hat das gesagt. Vergesst, was die sagen. Vergesst, was die lesen. Macht euer eigenes Ding. Hatte jemand einen Fernseher? Nein! Ganz ehrlich? Nein! Guckt ihr noch Fernsehen? Nein! Ja? Man kann ab und zu schon mal da reinschauen. Ich habe jetzt keinen mehr, der ist kaputt. Ja? Ja? Bin im Netz, aber auch im Netz steht nicht alles drin. Manche sagen dann ja zu mir, Ken, ich gucke nur noch Ken FM. Bist du behämmert? Hast du irgendwas nicht verstanden? Das ist, CDU ist doof, ich wähle jetzt nur noch SPD. Ja, super. Was hältst du von der AfD? Das ist eine Partei. Aha, und die Piraten waren mal eine Partei. Die Grünen ist eine Firma inzwischen, Olivgrün. Bin ich total enttäuscht, hätte ich mehr erwartet. Hätte ich mehr erwartet. Ich habe damals die Grünen gewählt, bin ich extra mit dem Auto hingefahren. Da bin ich viel rumgeflogen und so und ich finde die Grünen echt total gut. Und wenn ich mal richtig viel Geld, ich hab's im Moment nicht, dann kaufe ich mir einen Porsche mit SUV-Motor und sowas alles drin und so ein bisschen Hybrid. Zieh nach Stuttgart und werde so grün wie den Stuttgart. Da bin ich echt grün. So. Also was ich sagen möchte ist, ich glaube nicht mehr an diese Parteiendemokratie, weil in eine Partei einzutreten und dort eine Karriere machen zu wollen und bedeutet quasi bei gewichtigen Themen seinen Kotau zu machen, die wichtigen Dinge nicht anzusprechen, sonst ist es ein Karriereknick. Ja? Erzähle ich bestimmt nichts Neues, das wisst ihr schon. Ja? So, da gibt es dann Leute, die sagen, aha, der Mann glaubt wohl nicht an Demokratie. Doch, ich würde es ja gerne mal erleben, haben wir ja keine. Wir haben eine Wirtschaftsdiktatur. Das ist keine Demokratie. Okay? Weil wenn in Hinterzimmern zum Beispiel abgekaspert wird, ja, dass irgendwelche Konzerne, nicht amerikanische Konzerne, sondern global arbeitende Konzerne, Follow-the-Sun-Konzerne, also Konzerne, die global agieren, weil da globales Geld drin ist, auch euer Geld, wenn ihr bei so einer Bank seid, dann finanziert ihr ja TTIP mit, genau. Ihr macht das mit, deswegen habe ich da kein Mitleid, tut mir leid. Ja? Und wenn solche Konzerne in Hinterzimmern irgendwelche Gesetze durchboxen, die gegen die Bevölkerung gerichtet sind, dann ist das nicht demokratisch. Ja? Aber das Problem, was ich mit diesen Nicht-Demokraten, die hier rumhängen, habe, ist, dass sie das wissen und dass sie nicht maximal auf die Straße gehen und ihren komischen Landtag mal richtig Druck machen. Dass sie nicht jeden Tag mal in diesen Landtag reinmarschieren und dort richtig Ärger machen. Weil etwas ist mal ganz sicher. Du kannst zum Beispiel nicht den Frieden erreichen, wenn du nur für den Frieden bist. Ja, das nützt dir überhaupt nichts, nur für den Frieden zu sein, aber passiv zu sein. Du musst auch gegen die vorgehen, die den Krieg organisieren. Weil nur für den Frieden zu sein, das nützt gar nichts, ja? Ich bin sicher, so im Dritten Reich waren auch einige Leute total für den Frieden. So. Bei sich zu Hause, total für den Frieden, ja? Bringt aber nichts, ja? Du musst dann auch gegen die vorgehen, die den Krieg organisieren. Da gibt's eine Menge Leute. Panzer-Uschi organisiert den Krieg. Gauck organisiert den Krieg. Angela Merkel organisiert den Krieg. Und da solltet ihr passiven Widerstand leisten, da solltet ihr zivilen Ungehorsam leisten, da solltet ihr euch zusammenrotten, ja? Und mal nach Berlin fahren, und zwar unangekündigt. Solltet ihr mal machen. Das ist übrigens euer gutes Recht. Euer gutes Recht, ja? Und ich kann euch nur raten, wie ihr mitnehmen solltet. Die Leute, die genauso denken wie ihr, nur dass die manchmal Uniform tragen. Die ziehen die dann wieder aus. Sind die genau an eurer Stelle, ja? Wenn wir in einem Land leben, wo demokratische Grundrechte verraten und verkauft werden, ausnahmsweise, ja, dann stimmt mit dieser Demokratie etwas nicht. Und die Demokratie kann nur so gut sein wie die Demokraten selbst. Und die meisten Demokraten, die ich kenne, ja, die sich als Demokraten bezeichnen, wenn man sie darauf ansprechen sollte, ja, sind total passiv. Und Demokratie ist eine Staatsform, da geht es mit Passivität überhaupt nicht. Eine Demokratie ist eine Staatsform, die kann nur funktionieren, wenn die Leute extrem aktiv sind. Aber die meisten haben ja keine Zeit, oder? Ich kenne aber Leute, die gar keine Zeit für sowas haben, die aber jeden Abend 3 Stunden vor irgendeiner Playstation stehen und irgendwas zocken und irgendwelche Avatare kaufen oder vom Apple Shop campieren. Das sind die Leute, die keine Zeit für die Demokratie haben. Ich habe für diese Leute nicht keine Sympathien, ich habe für sie auch nichts übrig, sie sind mir egal, aber sie stellen leider die Mehrheit dar. Okay? Sie stellen die Mehrheit dar, was mir an dieser Stelle insofern egal ist, weil ich habe mein Boot. Ich bin schon längst runter von den Titanen, ich habe sie gar nicht gechartert. Bin da nicht dabei. Ja? Was ich sagen möchte ist, das Problem bei einer Bewegung, in dem Moment, wo sie größer wird und dieses schließt euch an, dem kommt, glauben immer mehr Leute, dass es reicht, wenn sie sich dieser Bewegung anschließen und je mehr Leute dazukommen, desto passiver werden die
Und aber einfach dabei zu sein, heißt dann, ich war dabei. Das ist so ein bisschen wie bei der Tour de France. Du musst schon im vorderen Feld sein, um überhaupt registriert zu werden. Wenn du ganz hinten als 2895 mitfährst, dann bist du kein wirklicher Tour de France-Fahrer. Du fährst einfach nur so mit. Du folgst dem Hinterlicht deines Vordermanns. Das ist keine Leistung. Du musst deinen eigenen Kurs wählen. Und deswegen, das, was in dieser Gesellschaft nicht stimmt, das wisst ihr doch alle selber. Muss ich euch nicht sagen. Ja? Aber ihr lasst euch im Kollektiv, nicht nur in Saarbrücken, überall, ja, auch in Europa, Dinge gefallen und zu viel gefallen und dann zu Hause und am Stammtisch motzt ihr. Wisst ihr, wie viele Leute ich beim Autofahren immer erlebe, die immer im Auto reden? Und die haben dann so einen kleinen Knopf in der Ohr und oft dachte ich, die würden telefonieren. Das tun die gar nicht. Die halten eine Standpauke imaginär ihrem Chef, wie es ihm geben würden. Und wenn sie dann zur Firma sind, hallo, guten Tag. Das machen ganz viele Leute. Ja, das, was sie sagen wollen, der Protest, den machen sie immer im stillen Kämmerlein. Ja, und wenn dann der Chef kommt, natürlich alles klar. Das weiß ich. Ja, wir alle machen das. Das ist auch gut so. Und dann musst du die Frage stellen, warum redest du eigentlich ständig über Dinge, die du ändern möchtest mit dir selber, statt aufzuhören, mit dir selber darüber zu reden, sondern die Dinge einfach zu ändern. Änder die Dinge einfach, okay? Und wenn du mit dir selber redest, ja, wofür ich, wie gesagt, Verständnis habe, dann macht man das ja nur oder sollte das nur machen, um sich auch Mut zu machen, diesen Schritt auch zu gehen. Wenn man den Schritt aber ständig verschiebt, dann kann man sich das Reden sparen. Da kann man sich die neue Platte von Prince kaufen und die lauter machen, das ist dann besser. Deswegen, wenn ihr auf Mahnwachen geht, und das findet ja hier schon länger statt, und die war früher auch größer, habe ich mir sagen lassen, ne? Dann gibt es nur einen Grund wegzubleiben, weil man danach konkret eine Aktion macht, die das eigene Leben verändert. Das ist die Ausrede dafür. Ja? Dann kann man das machen. Und wenn man auf Mahnwachen kommt, das machen übrigens viele, ja? Weil da irgendwie so ein cooles Entertainment ist und was die so als Brand verkaufen, Frieden, das ist cool, ja? Dann bringt das gar nichts. Dann bringt das nichts. Ja, man muss, und da sind wir natürlich auch bei einem Wort, womit viele Probleme haben. Ich nenne es mal Spiritualität. Du musst versuchen, den Frieden mit dir selber zu machen. Und der Frieden bei sich selber, wo fängt der an? Der fängt da an, dass du aufhörst, dir selber in die Tasche zu lügen. Und zwar 24 Stunden am Tag, indem du Dinge machst, hinter denen du gar nicht stehst, aber du hast nicht den Mumm, als Erster den Schritt zu machen, guckst, ob noch jemand dabei ist. Vergiss die anderen, ob die mitgehen oder nicht. Das ist so beim Springen. Man springt raus und sagt, ich kommst du mit? Hat eh keine Sinn. Man ist dann draußen. Ja? Fangt an, euer eigenes Leben zu leben. Unterlasst die Dinge, hinter denen ihr gar nicht steht. Das sind konkrete Dinge, habe ich benannt. Wechselt eure Bank. Wer ist immer noch bei einer Bank, die systemrelevant ist? Wer ist da noch? Wer ist noch bei der Commerzbank, der Deutschen Bank, der Fonds, wo auch immer? Das sind doch noch Leute und das sind alle bei der GLS. Ihr seid doch noch bei diesen Banken. Ja, warum? Der Europäischen Zentralbank. Warum? Du bist bei der Europäischen Zentralbank, klar. Ja? Warum? Also. Ja? Und deswegen, dann wird immer in der Presse geschrieben, ja, die Bewegung ist ja auch gescheitert, schreiben Leute, die nie teilgenommen daran haben. Ja? Dass die Bewegung gescheitert ist. Die Bewegung kann überhaupt nicht scheitern, wenn ihr bei so einer Bewegung etwas mitnehmt, nämlich für euer eigenes Leben eine Verantwortung zu übernehmen und das dann einfach macht, dann ist die Bewegung überhaupt nicht gescheitert. Ob diese Mahnwache erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, hängt doch nicht davon ab, wie viele Leute hier sind. Es geht doch nur darum, wer da ist, ob das die Richtigen sind. Da waren früher aber noch mehr Leute. Da habe ich immer das tolle Beispiel, also dann beim Zweiten Weltkrieg waren noch viel mehr Leute. Was war das Geilste, ne? Beim Zweiten Weltkrieg hat jeder mitgemacht. Es waren ganz viele Leute dabei. Das heißt gar nichts, dass ganz viele Leute irgendwo sind, wenn die bloß auf irgendeinen warten, der ihnen dann sagt, ich würde dies und das machen. Also wenn ihr mich fragt, was ich euch rate, dann ist mein Rat an euch, macht nicht das, was andere euch raten. Ratet euch selbst irgendwas. Weil Rat hat auch was mit Raten zu tun. Das ist ein Rat, aber es hat auch was mit Raten zu tun. Es kann ein total falscher Rat sein. Von mir bekommt ihr bestimmt keine Garantien. Da gibt es auch keine Regressansprüche. Der hat zu mir gesagt, ich soll kündigen. Jetzt habe ich das gemacht und dann hat er nicht gesagt, was ich weitermachen soll. Jetzt sitze ich auf der Straße. Wenn du anfängst, aus deinem Lügengebäude auszusteigen, also dort zu kündigen, dann ist es wie beim Fallschirmspringen, du gehst dann raus. Du musst vorher trainieren. Du musst dir genau überlegen, was du machst, wenn du rausgehst. Das solltest du wirklich, die Handgriffe sollten sitzen, die sollten autark sein. Du kannst nicht beim Aussteigen sagen, bist du sicher, dass der Fallschirm aufgeht? Das nützt dir gar nichts, auch wenn er ja oder nein sagt, weil du hängst dann alleine da dran, okay? Und ich garantiere dir, in jedem Leben ist das so. Runter kommst du immer. Die Frage ist, ob du nochmal hochkommst. Ja! Ja? Und wenn dir das sowieso egal ist, dann lebt dein Leben so weiter. Aber wenn du deinen eigenen Weg gehen willst, ja,
dann verstehe, was ich bei diesen Mahnwachen den Leuten in Facetten immer wieder sage. Ihr spürt doch etwas, was ihr schon immer gespürt habt, nämlich, dass es da Zweifel gibt. Es gibt Zweifel an der Richtigkeit dieser Gesellschaft, dieses Kurses, was die Europäische Gemeinschaft macht, was die NATO macht. Da habt ihr überall Zweifel. Ihr habt Zweifel an eurem Arbeitsplatz, ob das Studium das Richtige ist. Ja? Aber ihr habt große Probleme mit Orientierungslosigkeit. Wenn man dich morgen fragt, was willst du machen, du weißt das nicht sofort. Du weißt nicht, was du machen willst. Also zu suchen nach dem richtigen Weg ist heute fast schon negativ. Man braucht spontane Antworten. Warum gibt es keine Studentenbewegung? Weil die sind alle gefangen in diesen Bachelorkursen. Ganz schnell fertig werden. Die Intelligenz in diesem Land, also die Studenten, haben keine Zeit nachzudenken, weil sie Karriere machen müssen, um in ein System einzudringen, was sie eigentlich verändern sollten. Warum machen die das? Dann haben doch die Studenten irgendwas überhaupt nicht verstanden. Es ist nicht wichtig, dass du deine eigenen Gedanken hast und neue Ideen für die Gesellschaft, sondern dass du die richtige Note hast von einem Gesellschaftssystem, was du ablehnst. Also du musst zum ADAC gehen, ja, weil du was gegen Autofahrer hast. Hast Probleme mit Fußball, dann trittst du bei Bayern München ein und gemeinsam seid ihr dort gegen Fußball. Aber konsequent, jede Woche gehst du hin zum Spiel und sagst, ich bin gegen Fußball. Wir auch, alles klar, guck, lass uns das anschauen. Das ist alles irre. Das ist alles verrückt. Und dann, ja, was sollen wir denn sonst machen? Das Wort wir schon mal streichen. Was wir machen sollen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ich habe Probleme herauszufinden, was ich mache, okay? Viele Dinge, von denen ich mache, weiß ich genau, was es ist. Was hast du denn da gerade gemacht, fragen mich Leute. Das geht dich gar nichts an. Lasst euch nicht von Leuten immer Fragen stellen, was ihr denn jetzt gerade macht. Wohin soll das denn führen? Na, von dir weg wäre eine Antwort. Die würde ich akzeptieren. Ja? Von dir weg. Weil jemand, der mir blockwartmäßig Fragen stellt, was ich da mache und überprüft, ob das richtig ist, also überprüft, ob das derselbe Kurs ist wie seiner, weil er Probleme hat, wenn euer Kurs von seinem Kurs abweichen würde, weil dann müsst ihr sich vielleicht die Frage stellen, ob sein Kurs richtig ist. Von solchen Leuten solltet ihr euch verabschieden. Ganz einfach. Und wenn das eure Eltern sind, dann ein bisschen Abstand. Ja? Eure Eltern meint es ja nur gut mit euch. Eure Eltern wollen das Beste für euch, ja? Ist das wirklich so? Oder wollen eure Eltern nur sicher sein, dass ihr denselben Weg geht, den eure Eltern auch gegangen sind? Ist das vielleicht auch so? Wäre möglich. Fragt mal eure Eltern. Fragt doch mal eure Eltern, die, was ich, 50 sind, ob sie, wenn sie so alt wären wie ihr, genau das Leben, was sie gelebt haben, nochmal leben würden. Ihr werdet erstaunt sein über die Antworten. Viele würden etwas ganz anderes machen. Hört auf, das Leben anderer Leute nachzumachen, nur weil die bekannter sind oder weil ihr mit denen verwandt seid. Hört doch da auf damit. An dieser Stelle vielleicht noch etwas, worum ich euch bitten würde. Ihr könnt daran teilnehmen, wir können es auch lassen. Es gibt etwas, ich habe es vorhin schon gesagt, wogegen man konkret vorgehen sollte, ja? Indem man einfach dem die Stirn bietet. Und zwar, man sollte gegen die Leute vorgehen, die unter der Hand im stillen Kämmerlein vom deutschen Boden aus wieder Kriege vorbereiten. Das gibt es. Vom deutschen Boden aus werden Kriege geführt und vorbereitet. Zum Beispiel Rammstein. Da werden die amerikanischen Drohnenkriege koordiniert. Wenn aber von deutschem Boden Drohnenkriege koordiniert werden, dann sind Deutsche in Drohnenkriege involviert. Wer also auf Barack Obama einschlägt, schlägt eigentlich auf Angela Merkel ein, und damit auf sich selber, weil er das ja alles zulässt. Er weiß das ja. Aber er kann ja nichts machen. Was soll denn der Einzelne machen? Na, sich auflehnen. Der sollte sich auflehnen dagegen. Was bringt das? Wenn du nur rausgehst, wenn dir vorher jemand bestätigt, dass es etwas bringt, dann bleib zu Hause. Das ist genau so, wieder das Risiko minimieren zu wollen. Dann, wenn da die Polizei kommt und mich fragt, was machst du denn eigentlich vor Rammstein? Ja, ich demonstriere mit einem einzelnen Schild. Das hat doch gar nichts gebracht. Wahrscheinlich werden sie Rammstein nicht sofort schließen. Ja? Aber dir hat es schon was gebracht. Nämlich, es zeigt dir, dass du alleine mit einem Schild nach Rammstein gehen kannst und protestieren gegen Rammstein. Das ist der erste Schritt. Dass du den Mumm hast, das einfach zu machen, da wirst du vielleicht angreifbar. Das fotografiert jemand. Das kommt irgendwo bei der Saarbrücker Lokalzeitung und da erkennen dich deine Nachbarn. Was hast du denn da gemacht? Wo warst du denn da? Dann hast du das Recht, die Frage zu stellen, warum warst denn du da nicht? Aber das schaffen ja schon die meisten. Du wirst nicht verhaftet. Oh, da muss ich mich erklären. Also, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Ort Kalka. Sagt euch das noch was? Kalka, schneller Brüter, Atomkraft. Ja. Da hat die damalige klassische Friedensbewegung gegen demonstriert. Ja? Die klassische Friedensbewegung, die es ja gibt. Ist ein bisschen ruhiger geworden, aber die waren viele, viele Jahrzehnte aktiv, wo ich noch nicht aktiv war. Also, bevor ich anfange, die klassische Friedensbewegung aufgrund ihrer Untätigkeit oder vermeintlichen Untätigkeit zu kritisieren, muss ich mir die Frage stellen, ob sie, wo sie jetzt passiver sind, nicht vorher viel aktiver waren, wo ich passiv war. So ist das.
Okay? Wenn wir etwas erreichen wollen, können wir es nur so, indem wir zum Beispiel die Erfahrung der alten Friedensbewegung mit der digitalen Power der neuen Friedensbewegung zusammenbringen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir also in den Friedensbewegungen untereinander schon Krieg führen, dann sollen wir für Frieden sein. Wir sind doch Idioten, wenn wir das machen. Machen wir natürlich nicht. Die alte Friedensbewegung, ja, demonstriert am 3. Oktober, ja, diesem fantastischen deutschen Tag, am 3. Oktober in Kalka. Und warum? Weil im Kalka ein NATO-Headquarter nicht am Entstehen ist, sondern sich bereits befindet. Da arbeiten etwa 1000 Leute, ja. Und diese 1000 Leute, Spezialkräfte, ja, kümmern sich um die Kriege der Zukunft. Das sind Luftkriege. Die werden geführt mit bemannten oder unbemannten Flugzeugen, also zum Beispiel Drohnen. Und dieser Ort, Kalka, dieses Headquarter soll ausgebaut werden. Da sollen dann 2000 Leute arbeiten. Und da sollen viele Dinge zusammengeführt werden, also Logistik, moderne Waffensysteme, Rechenmaschinen, Überwachungs-Know-how, all das soll zusammen, damit man von dort aus dann das neue Gebiet überwachen und auch bekämpfen kann. Und dieses neue Gebiet, da ist man im Kalka und in Deutschland relativ großzügig, das ist Eurasien. Eurasien ist etwa 2/3 der Welt, wird dann von Kalka aus ins Visier genommen. Das merkt ihr natürlich nicht. Weil da gehen einfach 2000 Leute morgens in ein Büro, wahrscheinlich noch einen kleinen U-Bahn-Anschluss, und die arbeiten den ganzen Tag an so einem Joystick. Da werden dann Leute irgendwo umgebracht. Das ist das, was in Deutschland geplant und umgesetzt werden soll. Wenn also Leute kommen, und es gibt eine Menge Leute, die zu mir kommen, wir sind ja nicht souverän. Stimmt, sind wir nur teilweise souverän. Wir sind nicht so souverän wie vor der Wiedervereinigung, das ist richtig. Ja? Oder aber, wir sind ja ein Vasall, das ist auch richtig. Dann sind wir aber eben nicht nur Opfer in diesem System, wir sind auch Täter. Deutschland ist auch Täter. Und zwar ein großer Täter. Wenn ihr euch anschaut, was Deutschland in Europa an Sozialpolitik macht, dann sind wir ein Täter. Wir sind in Deutschland als ein sehr reiches Land nicht bereit, was wir ja sollen, 2% des Bruttosozialproduktes in unsere Rüstungsausgaben zu stecken. Aber wir haben es geschafft, dass Griechenland das macht. Dieses arme Griechenland, was die Leute auf die Straße setzt, ohne Sozialpolitik. Ja, ja. Und wo kaufen die denn, die Griechen, dann ihre Waffen? Wozu haben wir denn die Regierung gebracht, wo sie ihre Waffen kaufen? Na, in Deutschland. Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur. Wohin du kommst, eine deutsche Waffe ist schon da. Wir sind in vielen Thinktanks und sind an über 40 Projekten beteiligt, international, wo Waffen entwickelt werden zur Aufstandsbekämpfung. Gegen Leute, die einen Aufstand machen. Ich zum Beispiel. Ihr zum Beispiel. Dann ist das ein neues Kriegsgebiet. Es fängt mit dem Ausspähen von Leuten an. Mit der kompletten Datenerfassung. Was denkt der? Mit wem hat der E-Mail-Kontakt? Wen kennt der? Das ist der Anfang. So wird es gemacht. Und das wird alles in Kalka geplant für die Kriege der Zukunft, die anders aussehen, also hier anders aussehen, die asymmetrisch sind, wo es einfach mal eine Verhaftungswelle geben könnte. Das hat es alles schon gegeben, wenn man das Buch gelesen hat, NATO-Geheimarmee in Europa. Das hat es alles schon gegeben. Das gibt es alles in Buchform. Ihr müsst das nur lesen. Das ist anstrengend, ich weiß, es hat keinen USB-Anschluss. Muss man nachts mit der Taschenlampe machen. Harter Stoff, ja? Muss man sich einmal reinzimmern, ja? Damit man Bescheid weiß, wie viel man nicht bemerkt hat. Und wenn man dagegen ist, dann muss man ein Zeichen setzen oder man sollte ein Zeichen setzen. Wenn man also Probleme hat, bei den neuen Kriegen der Zukunft selber im Fadenkreuz zu stehen, und zwar nicht am Drücker, sondern auf einen Geschoss, wenn man damit Probleme hat, dann wäre es nicht so schlecht, am 3. Oktober nach Kalka zu gehen. Vielleicht hat der eine oder andere auch gar keine Zeit. Du, ich hatte was vor, ich wollte mit meinem Hund irgendwie zum Friseur. Das lasse ich gelten. Ja? Aber ich bin gespannt, wie viele Leute dann da kommen. Das Dilemma, was wir in dieser Gesellschaft haben, auch bei den vielen Splittergruppen, ist, dass wir untereinander gar nicht solidarisch sind. Wir sind überhaupt nicht solidarisch. Sind wir nicht. Und ich war vor 2 Tagen auf einer Veranstaltung, eine Benefizveranstaltung für die Opfer in Gaza. Da sind sogar die Menschen, die Palästinenser in Deutschland nicht untereinander solidarisch genug. Weil da sind nur ein paar. Aber es gibt auch Millionen Flüchtlinge. Warum sind sie nicht untereinander solidarisch? Weil sie alle in Einzelgruppen kämpfen. Wenn man, um bei Gaza zu bleiben, wirklich einen Erfolg erzielen möchte, das ist mein Rat an die Palästinenser, dann sollte man sich davon verabschieden, für die Palästinenser in Gaza zu kämpfen, sondern man sollte das tun, was man auch in Südafrika gemacht hat. Man sollte sagen, wir kämpfen hier für das Einhalten von Menschenrechten. Das ist der größte gemeinsame Nenner. Danke! Und dann hätte man auch viele Leute auf der eigenen Seite gesagt, ach so, ich dachte, das ist nur was für Leute, die in Gaza leben oder so. Nee, nee. Das ist für alle, die Probleme haben, wenn die Menschenrechte verhandelbar sind. Und wenn Staaten sich das Recht herausnehmen, einfach in Ortschaften Krieg zu führen und das als Selbstverteidigung zu verkaufen. Also die einfach das Völkerrecht mit Füßen treten und die einem Staat, der besatzt ist, das Recht absprechen, sich dagegen zu wehren. Und zwar mit allen Mitteln. Das steht so im Völkerrecht. Und wenn du für dieses Völkerrecht bist, das ja ins Leben gerufen wurde nach 1945 mit der UNO, wenn du dafür bist,
dann bist du auch für Gaza. Du warst auch wahrscheinlich damals gegen Südafrika, oder? Also, wenn du gegen Südafrika warst, gegen dieses Apartheidsregime, dann kannst du auch gegen diese merkwürdige Regierung in Jerusalem sein. Dann bist du gar nicht antisemitisch, du bist für die Menschenrechte. Und das sollte derjenige, der aus Gaza stammt und der Palästinenser verstehen und das dem Deutschen sagen. Das nennt sich dann Marketing. Und da würden sich auch mehr Leute für diesen Konflikt interessieren, die sagen, sage ich lieber nichts dazu, das ist ein gefährliches Pflaster. Das ist ein gefährliches Pflaster, nicht wahr? Sich für die Menschenrechte einzusetzen an einem ganz gewissen Gebiet auf der Welt ist ein Problem. Aber ich kann sofort Sanktionen gegen Russland machen. Da ist Menschenrechte wichtig. Da bin ich dafür. Also was da passiert. Man muss sich mal vorstellen, ja? Putin hätte nur ansatzweise aus Kiew das gemacht, ja, was Israel aus Gaza macht. Also da hätten wir auf jeden einen richtigen Krieg. Aber da kann man das machen, das interessiert keinen. Und warum? Warum ist das so? Wisst ihr es nicht? Na klar wisst ihr es. Aber die meisten schweigen an dieser Stelle lieber, weil das ist ein ganz gefährliches Pflaster. Das ganze Leben ist ein gefährliches Pflaster. Okay? Und wenn du so ein gefährliches Pflaster hast, weil da drunter eine Wunde ist, dann reiß dieses Schack-Fack-Pflaster weg, damit es wehtut. Dieser Schmerz ist Bewusstsein an der richtigen Stelle. Und stell dir die Frage, warum du dich in solchen Punkten wegduckst. Du musst genau dorthin gehen, wo es wehtut. Und dir die Frage stellen, ob du nicht genauso bist wie deine Großeltern, die immer da weggegangen sind, wo es wehtut, weil es ein gefährliches Pflaster damals schon war. Heute ist es ein gefährliches Pflaster, bei einer großen Bank zu arbeiten und zu deinem Chef zu sagen, die Geschäfte, die wir machen, zum Beispiel Nahrungsmittelspekulation, ist totale Kacke, Chef. Gefährliches Pflaster. Furchtbar gefährlich. Und besonders gefährlich finde ich gerade bei BMW war, hab mir den neuen Kombi gekauft. Dann trenn dich von dem Kombi. Und trenn dich meinetwegen von deiner Bank. Aber vielleicht sagt dein Chef dann, habe ich mir auch schon überlegt, ich gehe mal zu meinem Vorstand, wir sollten aufhören damit. Ihr habt das doch nie ausprobiert. Vielleicht macht der Chef in der Bank diese Geschäfte nur deshalb, weil er glaubt, wenn er sie nicht mehr macht und euch deswegen nicht mehr so ein tolles Gehalt zahlen könnte, dass ihr dann aufhört. Wäre möglich. Fragt das doch mal. Geht aber zu eurem Chef und sagt, Herr Chef, ich wäre bereit, auf Teile meines Gehaltes zu verzichten, wenn wir keine Rüstungsgeschäfte mehr machen und wenn wir keine Nahrungsmittelspekulation mehr unterstützen bei dieser Bank. Das Gesicht von eurem Chef, das könnt ihr fotografieren. So. Wagt es doch einfach mal. Geht doch mal ungewöhnlich, macht doch mal was ungewöhnlich. Macht doch mal einfach diese Erfahrung, ja? Und ich kann euch sagen, ich glaube, von 10 Mal, wenn ihr so eine Erfahrung macht, werdet ihr 9 Mal einen Chef sagen, der vielleicht erstmal vor den Latz geknallt ist, der aber später zu euch kommt und sagt, also sie haben mich nachdenklich gemacht. Ich war neulich bei einer privaten Veranstaltung vom Freund von mir und da hat er noch, um den ein bisschen, um ein bisschen Stimmung ans Set zu bringen, hat noch jemanden eingeladen, der bei der CDU ein relativ hohes Tier war oder ist, damit wir uns treffen. Haben wir gemacht, haben uns über Politik unterhalten. Ich habe nicht damit angefangen. Und dann haben wir uns auch über den Irak unterhalten, über das, was die neue Gefahr ist. Natürlich, der Islamische Staat ist die neue Gefahr. Ihr seht das überall, oder? Das sind überall. Ich habe jetzt gesehen, also war, glaube ich, gestern wieder im Fernsehen, beim WDR, habe ich, glaube ich, was gehört. Die Gefahr von dem Islam. Der Islam ist überall. Also im Moment gibt es ja 45 islamische Staaten, die in den letzten 200 Jahren kein christliches Land angegriffen haben. Aber im Moment gibt es eine Allianz, wo wir die christlichen Staaten mit diesem C, steht angeblich für Christentum, ich glaube, es steht für C-Waffen, wo wir eben diese islamischen Staaten angreifen. Und dann gibt es bei uns Sendungen, die warnen uns vor dem Islam. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Irak oder Afghanistan oder der Iran oder so schon mal Deutschland bombardiert hätten. Nein. Um dort deren Denke durchzusetzen. Kann ich mich nicht daran erinnern. Um dort zum Beispiel Gastfreundschaft durchzusetzen, die es ja hier nicht so richtig gibt. Überlegt euch das mal. Bagdad bombardiert Berlin wegen fehlender Gastfreundschaft. Da würde ich sagen, also, du hast sie nicht mehr alle. Ja? Aber das ist das, was wir machen. Wir sind so blöd, ja? Dass wir uns von einer Regierung in Washington, zu der wir ja dazugehören, erklären lassen, wir müssten den Terror, den übrigens selbst gezüchtet hat, das ist eine andere Geschichte, müsste mit Krieg bekämpfen. Ja. Da stelle ich mir die Frage, wenn wir das unterschreiben, sind wir damals mit der Bundeswehr gegen die RAF vorgegangen? Haben wir die Städte, in denen Mitglieder der RAF gewohnt haben, bombardiert? Gudrun Ensslin kam ja, glaube ich, aus dem Tübinger Raum. Wurde Tübingen damals bombardiert? Oder nicht? Warum nicht? So ein super Rezept. Also, wenn niemand von uns daran glaubt, und ich kenne niemanden, der daran glaubt, warum halten wir dann die Schnauze? Ich nicht! Ja. Also, warum halten wir dann die Schnauze? Und das sind die täglichen Dinge im täglichen Leben, über die du in der Zeitung, wenn du sie noch liest, stolperst. Idioten, denkst du dann. Aber der eigentliche Idiot ist nicht der, der das geschrieben hat. Der eigentliche Idiot ist derjenige, der es liest, nicht daran glaubt, aber akzeptiert. Das ist der eigentliche Idiot.
Und diese Medien, ja, als Ausspielkanäle, also die deutsche Presse ist ja inzwischen mutiert, sage ich mal, zur Lokalausgabe der NATO. Das sage ich schon lange. Dann hieß es Verschwörungstheoretiker. Habe ich kein Problem damit. Verschwörungstheoretiker heißt das heute. Früher hießen diese Leute investigative Journalisten. Ja? Das sind heute Verschwörungstheoretiker, sagen die anderen Verschwörungstheoretiker. Ja? Also, dass das so funktioniert, hat ja nur damit zu tun, dass da oben die Elite, die ihr ja gar nicht kennt, ihr kennt ja nur deren Pressesprecher, ja? Dass diese Pressesprecher euch sich auf etwas verlassen können, dass egal, was sie da oben veranstalten, egal, was sie euch alles reindrücken, das Wehralter absenken, die Steuern erhöhen, die Leistungen zurückfahren, ja, euch an Kriegen beteiligen, mehr oder weniger indirekt, egal, was sie machen, die Empörung, egal wie groß sie wird, reicht nicht aus, dass die Leute sagen, also jetzt habe ich mal die Faxen dicke. Das kann man sehen. Das kann man sehen. Ich rede nicht davon, dass in Deutschland die Atomraketen modernisiert werden sollen. Wobei ein einzelner Zünder einer Atombombe heute schon den Punch hat von Hiroshima. Also für was wollen wir denn mit so einer Bombe eigentlich retten? Wenn wir solch eine Bombe auf irgendein Land werfen würden, es zu einem nuklearen Schlag käme, was wäre denn eigentlich, was ich dann als Sieg zurückbehalten hätte? Das kontaminierte Land für die nächsten 250.000 Jahre? Also warum wohnen wir darauf? Wir sind eine so dämliche Spezies, das ist wirklich peinlich. Das sind wie Ratten, die Rattengift erfinden und darauf wohnen. Warum machen wir das? Und das wird uns aber dann als Sicherheit verkauft. Ja? So, und die Sicherheit dabei, die eigentliche Sicherheit dabei ist, dass diejenigen, die das als Sicherheit verkaufen, sich sicher sein können, obwohl niemand daran glaubt, die Menschen passiv sind. Ich bin dafür nicht zuständig, ich bin ja kein Experte. Man erklärt euch den ganzen Tag, dass ihr kein Experte für euren eigenen Bauch seid. Euer Bauch hat recht. Euren Bauch kann man wesentlich weniger manipulieren. Euren Geist kann man total manipulieren. Euch kann man sagen, hey, du, das und das hat man, das und das trägt man jetzt, so und sieht man jetzt aus. Man trägt jetzt die Jeans auf 7.5, krempelt die sich hoch, hat das neue iPhone, die Frisur und dann ist man geil. Aber euer Bauch sagt so alles scheiße. Brauche ich doch alles gar nicht. Aber weil das alle machen, mache ich das auch. Sondern, ey, wie läufst du denn rum? Na, so wie ich? Echt? Schließt euch an, so wie die anderen, das ist cool. So wie in jeder Schule gibt es so diese Gruppen, die Raucher, die weniger coolen, die Streber. In eine dieser Cliquen musst du irgendwie gehören und so, damit du zu einer Clique gehörst. Weil in der Clique ist sich daneben benehmen irgendwie cooler, weil man eben gemeinsam ist. Habe ich eh noch nie gemacht. Fand ich immer schon blöd. Ja? Wenn ihr das, was ich euch sage, nicht genauso seht, sondern vielleicht ähnlich oder sagt, das erkenne ich, dann ist das nichts anderes, als dass ihr das eben wiedererkennt. Weil das sind alles keine neuen Erkenntnisse. Das wisst ihr alles ganz genau. Ihr könnt eure Eltern fragen. Die wissen das auch. Dann werdet ihr doch jetzt die erste Generation, die kollektiv den Mumm hat zu sagen, weißt du was, wir im Kollektiv, jeder für sich einzeln, aber ohne es von dem anderen abhängig zu machen, macht das jetzt einfach mal, um einen neuen Weg zu gehen. Dann gehen wir kollektiv einen gemeinsamen Weg, aber jeder ist eine einzelne Zelle autark. Das ist ein zentrales Nervensystem. Erst mit diesem zentralen Nervensystem entsteht das Bewusstsein. Eine Zelle fragt die andere Zelle nicht, sag mal, kommst du auch mit? So ist das nicht. So ist das nicht. Und diejenigen, die euch daran hindern wollen, ja, die gibt es natürlich, ja. Das ist so dieses Stammhirn. Und warum wollen die euch daran hindern? Warum sagen sie, da würde ich lieber nicht hingehen? Weil diese Menschen nur eines kennen. Ihre eigentliche Funktion ist, und sie wären dann ohne Funktion, dass ihr sie anhimmelt. Was kann eine Angela Merkel oder eine Frau von der Leyen machen, wenn sie kein Politiker ist? Die sind schwer vermittelbar. Was willst du mit ihr? Ja? Und aus diesem Grund, ja, wäre es auch schwer in Ordnung, wenn eine Frau von der Leyen oder auch ein Herrn Gauck einfach mal in die neue Arbeitslosigkeit entlasst, damit die mal was Vernünftiges wieder machen können. Ja? Aber solange ihr den Leuten die Stimme gebt, nehmt ihr die ja quasi in die Pflicht, die müssen das ja dann machen. Weil ihr habt die ja gewählt, jetzt müssen die das machen. Weil wenn die das dann nicht machen, dann sagt ihr, also die drücken sich. Ich habe denen die Stimme gegeben, jetzt machen die das gar nicht. Und die machen natürlich dann irgendwas anderes, da bin ich aber enttäuscht. Gebt den Leuten nicht die Stimme. Behaltet die Stimme für euch und das, was die machen sollen oder sollten, das macht bitte schön selber. Das, was ihr von denen verlangt, was sie da nie machen, dann macht das selber. Vielleicht kriegt ihr das auch nicht hin. Und wenn ihr das auch nicht hinbekommt, dann werdet ihr auch gut als Kanzler. Vielleicht habt ihr Angst davor zu sehen, dass ihr so genauso seid wie Angela Merkel. Ihr kriegt das auch nicht hin. Nee, so will ich gar nicht werden. Ja. In diesem System, in dem wir leben, hat die Politik eine Funktion. Erstens führt sie euch, was auch verführend ist,
Und die wesentliche Funktion ist die, solange Angela Merkel, die politische Kasse, Gregor Gysi ohne Ausnahme verantwortlich sind, schuldig sind, seid ihr habt ihr ohne Verantwortung und seid ihr unschuldig. Und das ist ein Riesentrugschluss. Weil ihr seid nämlich mitverantwortlich auch für das, was sie da oben verzapfen. Und es ist unverantwortlich, diesen Leuten die Stimme zu geben, obwohl keiner von euch wirklich daran glaubt, dass die irgendetwas verändern können, wollen oder was auch immer. Niemand glaubt das. Aber wir warten alle 4 Jahre in dieser Analphabeten-Demokratie unser Kreuz zu machen. Schauen uns dann regelmäßig diese Wahlsendung an, auch wenn man keinen Fernseher hat. Wie ist das denn gestern ausgegangen in Saarbrücken? Das interessiert mich gar nicht. Das interessiert mich gar nicht. Das ist nicht mein Hobby. Und das ist auch total pervers. Ich gehe nicht zu McDonald's. Aber ich würde doch nicht alle 4 Jahre mal zu McDonald's gehen, um zu gucken, wer da ist. Sonst wäre ich ja, sonst wäre ich kein Demokrat. Mich interessiert McDonald's nicht. Und ich lasse mir nicht von Dritten sagen, aber alle 4 Jahre muss man schon hingehen. Sonst, hallo, so alt, bitte dich. Wenn du was für deinen Italiener in der Straße tun willst, dann musst du alle 4 Jahre zu McDonald's gehen. Warum? Na, das machen alle immer schon so. Na, wenn ich was für meinen Italiener in der Straße tun will, dann esse ich jeden Tag beim Italiener, oder? Ja, so einfach ist es nicht. Ja, oder vielleicht mal eine andere Metapher, ja, weil ich rede gerne in Metaphern, wenn man die mitnehmen kann, okay? Wenn ihr auf die internationale Automobilausstellung geht, die IAA, ja? Ihr kommt dann mit dem Fahrrad, ja, oder zu Fuß, ja? Weil oft wird geraten, nehmen Sie öffentliche Verkehrsmittel, rät euch die Autoindustrie. Darüber würde ich nachdenken. Also ihr kommt dahin, an irgendeinen schicken Stand, ja, je nachdem, ich rate immer zum italienischen Stand zu gehen, da gibt es den besten Kaffee, okay. Ihr geht also dahin. Und redet mit dem Verkäufer über ein kleines, urbanes Fahrzeug, umweltfreundlich und so weiter, mit den neuesten Gadgets, Anbindung, WLAN, alles super. Ja? Wo du auch vom Auto deiner Schwiegermutter erklären kannst, welchen Kuchen du nicht isst. Super, alles toll. Und du sagst, du möchtest gerne ein sehr, sehr umweltfreundliches Auto. Dann ist man bereit, dir ein sehr kleines Auto zu verkaufen. Vielleicht sogar einen Wagen mit Elektroantrieb und wenn du manchmal rausfahren willst, mit Range Extender. Diese Wörter solltest du verinnerlichen, die kannst du überall auch fallen lassen, nimmst das Projekt mit, dann bist du total cool. Wenn du dann aber zu diesem Verkäufer sagst, was verbraucht denn dieses Auto? Ja, ganz wenig, nur noch 2,1 Liter. Was wenig ist, gegenüber einem, der 12 Liter verbraucht. Dann könntest du jetzt ja sagen, und ich habe es schon versucht, ich bin jetzt zu Fuß hier oder mit dem Fahrrad, das braucht ja gar kein Benzin. Das ist ja noch umweltfreundlicher. Nee. Wenn du auf die IAA gehst und willst was für die Umwelt tun, dann geht das nur, wenn du ein Auto kaufst. Ein kleines, das ist richtig. Und wenn du das nicht machst, also kein kleines Auto kaufst, was nur 2 Liter brauchst, dann bist du gegen die Umwelt, mein Freund. Da sitzen jede Menge Experten, Ingenieure, die zerbrechen dich in den Kopf, wie man ein kleines, umweltfreundliches Auto baut. Und du, der ignorante Typ, der mit dem Fahrrad kommt oder zu Fuß, stellt diese Leistung in Frage, indem er ohne Auto geht. Was bist denn du für einer? Also, wenn du auf die IAA gehst und willst wirklich was für die Umwelt tun, dann kaufst du ein Auto. Wenn du was für die Demokratie tun willst, wirklich was verändern willst, dann gibst du deine Stimme ab. Und wartest ab, wie ich mit dem kleinen umweltfreundlichen Auto, der vorher gar keins brauchte und immer rumfährt um die IAA herum aus Umweltschutzgründen, damit mich viele Leute sehen und sagen, hey, ich verbrauche nur 2,1 Liter, während du 12 brauchst. Das ist Umweltschutz. Und dann werde ich auch fotografiert von ganz vielen Leuten. Ich habe dich gesehen an einem hochmodernen Auto. Du bist ja fortschrittlich. Okay? Was ich damit sagen möchte ist, das ist totaler Irrsinn. Das ist totaler Bullshit. Und jeder, der so etwas machen würde mit einem Auto, den wird man wahrscheinlich einliefern und sagen, du hast nicht alle Nadeln in der Laterne, ja? Wenn es aber so verkappt und versteckt passiert, wie bei dieser Art von Demokratie, wo man euch praktisch auch so ein geistiges Auto andreht mit Mehrverbrauch, dann wagen die meisten es nicht, dem zu widersprechen. Deswegen, was mich bedenklich stimmt, ist nicht die geringe Wahlbeteiligung. Für mich ist bedenklich überhaupt noch Wahlbeteiligung. Das ist für mich bedenklich, ja? Weil wie kann ich dann immer, naja, also ich glaube zwar auch nicht, was die Linken oder so, aber ich habe das kleinere Übel gewählt. Wenn ich essen gehen möchte in meiner Straße, dann gehe ich doch nicht zu dem Restaurant, was das kleinere Übel ist, sondern zu dem, wo es mir schmeckt, oder? Da sage ich nicht, da schmeckt es mir total gut, aber das geht nicht. Da drüben gibt es einen Laden, der schmeckt nur halb beschissen, das ist das kleinere Übel. Weil es gibt doch 2 Läden, das ist noch beschissener. Warum gehst du dahin, dann ist das kleinere Übel. Warum hast du sie noch alle? Und das ist der Punkt. Und weil ich neulich auch angegiftet wurde dafür, dass ich eine Metapher gebracht habe, die gar nicht meine ist, ja, sondern von Jonathan Mese, den viele gar nicht kennen, weil er ist das nur der bekannteste Künstler in Deutschland, der in Bayreuth inszeniert. Das Beispiel von den Vögeln, von den Zugvögeln. Guckt euch mal seine Vorträge an, das ist natürlich überhöht. Der gesagt hat, diese Art von Demokratiespritze, die wirkt bei ihm nicht, ja, weil es ja gar keine Demokratie ist, das ist was anderes, das ist euch auf Linie zu bringen. Der hat das Beispiel gebracht, dass wenn Zugvögel alles untereinander besprechen würden, würden die nach Afrika kommen.
Die machen das nicht, die machen es einfach. Die überlegen sich nicht, ob sie nur bis Sylt fliegen. Die machen es einfach. Das heißt nicht, dass ich gegen Demokratie bin. Es steht für ein anderes Beispiel. Vögel sind entschlossen genug, irgendwas durchzuziehen. Während die meisten Menschen nicht entschlossen sind, irgendwas durchzuziehen. Die meisten Menschen sind nicht mal entschlossen, sich zu überlegen, was sie überhaupt wollen. Also sind Vögel ihnen überlegen. Da haben Vögel mehr Restdemokratie als Menschen, die glauben, in einer Demokratie zu leben und dann vogelfrei zu sein. Das stimmt eben nicht. Da steht nur Demokratie drauf. Aber da ist eben keine Demokratie drin. Und dann kommt immer irgendjemand, der sagt, einen Augenblick mal, keine Sonderrechte. Wir haben das ausprobiert, das machen jetzt alle so. Das muss man jetzt so machen. Das ist das Dilemma, das hat Matt Damon, wenn euch der Name was sagt, ja, auch schon erkannt als jemand, der etabliert ist, der auch was riskiert. Das Problem, nicht nur hier, sondern generell auf diesem Planeten, ja, bei der zivilisierten Gesellschaft, ist nicht der zivile Ungehorsam. Das Problem ist der zivile Gehorsam. Das ist das Problem. Dass die meisten Leute gehorsam sind, ja. Gehorsam kann die Menschen in ihrer Umgebung töten. Wenn man das im Dritten Reich auch schon verinnerlicht hätte, diesem Gehorsam nicht gefolgt wäre, dann wäre uns viel erspart geblieben. Aber das kann uns natürlich alles nicht mehr passieren. Wer garantiert das? Es ist nicht damit getan, seinen Unmut gegenüber einer Politik auszudrücken, indem man das bei Facebook bei einem, der das auch meint, liked. Damit ist das nicht getan. Man muss seinen fucking Arsch ins Rennen bringen. Auch auf die Gefahr hin, dass ein Leute dabei erkennen, was machst du denn da? Ich setze mich für mein eigenes Leben ein. Ich bin gar nicht gegen etwas. Ich bin für etwas. Ich bin für eine andere Gesellschaft. Ich bin für gelebten Humanismus. Und Humanismus ist überhaupt nichts wert, wenn du den gar nicht lebst. Sondern sagst, naja, ich habe meine Stimme Greenpeace gegeben, ich spende ans Rote Kreuz. Die kümmern sich drum. Die kümmern sich nicht drum. Und das ist der erste Fehler. Parteien kümmern sich nicht drum. Organisationen kümmern sich nicht drum. Mahnwachen kümmern sich nicht drum. Du musst dich drum kümmern. Jeder Einzelne muss sich drum kümmern. Okay? Er muss zu einem Mann Mahnwache werden. Da kann er sich gerne zusammenrotten und konzentrierte Aktionen abstimmen. Aber wenn er darauf wartet, dass andere mitgehen, ist die Sache zum Scheitern verurteilt. Kommt als Einzelperson zum Beispiel am 3. Oktober nach Kalka und erkennt, dass ihr viele seid. Viele, die Probleme haben, dass Menschen andere Menschen, die sie nicht kennen, mit Hightech-Waffen umbringen. Ich habe damit Probleme. Und wenn ihr auch damit Probleme habt, weil ich bringe keinen Menschen um, schon gar nicht jemanden, den ich nicht kenne, weil jemand anders das sagt, dann kommt dorthin und macht euch angreifbar. Aber es ist schön, angreifbar zu sein für etwas, auf die Straße zu gehen, weil man gegen jemanden ist, der andere Leute angreift. Man macht sich heute verdächtig, wenn man für den Frieden ist. Hat der Krone Schmalz schon gesagt, wenn ihr den noch kennt. Ja? Pazifismus ist heute ein Schimpfwort. Aber wer Pazifismus schreibt wie Passivismus, dass er nämlich gar nichts macht, dass er gar nicht kämpft für etwas und Kampf bedeutet, angreifbar zu werden, der erreicht gar nichts. Ich ende jetzt, okay? Hört auf, andere Leute zu fotografieren. Hört auf, ob bekanntere Menschen so, du, wir müssen zusammen ein Netzwerk bilden. Nee. Wartet nicht auf den Rat Dritter, die etwas bekannter sind oder von weiter herkommen. Macht mit dem Foto, lasst das, okay? Nehmt bei den Mahnwachen etwas mit, was euch Meerholz immer wieder auch gesagt hat. Das ist ein Wecker. Aber wach bleiben müsst ihr schon selber. Der kann euch wecken. Saarbrücken kann Saarbrücken wecken, aber wach sein müsst ihr schon selber. Und dann bleibt einfach wach. Dazu braucht ihr keinen Energydrink, dazu braucht ihr nur Mumm. Courage, wir sind doch hier in der Nähe von Frankreich. Courage, Mut, Beherztheit, das braucht ihr dazu. Danke! Ist die Botschaft angekommen? Bitte. Familie! Ja? Vielen Dank. So, ich schalte jetzt auf Soft Power runter. Daneben mir ist Bilbo Calves. Kennt ihr vielleicht auch? Bilbo Calves habe ich vor 2 oder 3 Jahren kennengelernt, habe sie in meine Sendung eingeladen. Sie ist Künstlerin, aber sie hat auch Genetik studiert und hat sich sehr viel beschäftigt mit rechter und linker Gehirnhälfte. Da kann sie sicherlich eine Menge noch zu sagen, warum wir so sind, wie wir sind. Das hat ja auch mit unserem Gehirn zu tun, was wir nur bedingt nutzen. Und Bilbo ist ein Freund der Improvisation, während ich meine Reden ja schreibe. Und Bilbo hat mich gefragt, ob ich Lust hätte. Ich habe natürlich Lust, ja, dass wir gemeinsam etwas machen. Was genau das ist, weiß ich nicht. Seid ihr heiß auf dieses Experiment? Oder willst du erstmal ein Solo machen? Ja, ich kann natürlich was also trinken. Nur eine Sache würde ich mal schon sagen, ist, dass die Art, wie du sprichst, ist ein Ausdruck der linken Gehirnhemisphäre teilweise, musste man schon sagen.
Und da muss man es natürlich als, vor allem als Frau, muss man erstmal so ein bisschen es übersetzen, damit man nicht sozusagen weggedrückt ist an der Wand. Und das heißt, wenn man sagt zum Beispiel nur alleine die einzelne Zelle, man muss auch nicht vergessen, dass die einzelne Zelle alleine, die bringt auch nichts. Und dass eigentlich der rechte Gehirnhemisphäre sowieso nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen seiner Zelle und die Zelle drumherum, weil er eigentlich nur eins ist. Und ich glaube, dass ich habe gestern auf diesem Platz Jugendliche gesehen und hatte so ein ganz komisches Gefühl, wo ich dachte, das waren 15, 16-Jährige, und ich dachte, sind das unsere Freunde oder unsere Feinde? Ich hatte so eine ganz komische Vision, weil diese Kinder, die sind gerade komplett formatiert in der Schule, die sind komplett linke Hemisphäre getrimmt, das heißt Wettbewerb, Einzelkämpfe und so weiter, gerade auch mach, was du willst und so weiter, aber natürlich nur in einem bestimmten konformen Raum. Und ich habe mir gedacht, diese ganze Energie von der Jugend, das ist so eine Verschwendung. Die müssen wir irgendwie gucken, dass wir die an uns ziehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nur geht, indem man den linken Gehirnhemisphäre bei dem aktiviert. Ich glaube, dass an der Stelle müsste man auch der rechte, also das weibliche Anteil an diese Kinder wecken. Denkst du davon? Ich weiß genau, was du sagen möchtest. Deswegen, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann weiß ich, wen ich frage. Ich frage meine Kinder, was würdest du denn jetzt machen? Da bekomme ich oft Antworten, mit denen ich erstmal nichts anfangen kann, ja, weil ich es erstmal nicht verstehe oder für zu gewagt halte, und dann probiere ich das aus. Und das ist auf jeden Fall immer eine interessante Erfahrung. Ich glaube, wenn mehr Eltern auf ihre Kinder hören würden, was die jetzt machen würden, dann würde sich schon eine Menge ändern. Ja? Aber wir formatieren ja unsere Kinder, da gebe ich dir recht. Wir sagen jetzt zu den Kindern, du kannst alles machen, was hier drauf ist. Also das ist so ein bisschen wie, das ist so ein Tier, das ist, du bist so frei wie im Zoo, und wenn du mitspielst, dann darfst du ab und zu mal aus deinem Käfig rausläufst in den großen Zoo rum und denkst, das ist die neue Freiheit. Also ich habe es schon mal irgendwo gesagt, aber als ich habe meine erste Tochter, da habe ich immer so komische Fragen gestellt, ja, schon so mit 4 Jahren, was ist Bruttosozialprodukt und so, ich habe die immer so ein bisschen provoziert, ja, und irgendwann habe ich sie mal gefragt, du, was ist denn Freiheit? Und da hat die zu mir gesagt, so mit 4, Freiheit ist, wo wir alle nicht rankommen. Da habe ich gesagt, okay, das ist eine coole Antwort, und das stimmt. Also ich gebe dir recht, wir können ja nicht von unseren Kindern oder uns in den Jugendlichen erwarten, dass die völlig anders, eine völlig andere Gesellschaft aufbauen sollen, wenn wir dafür gesorgt haben, dass sie genauso werden wie wir. Das funktioniert natürlich nicht. Ja? Und wenn wir Angst davor haben, dass unsere Kinder sich von uns unterscheiden, dann leben wir eh in einer komischen Gesellschaft. Das haben wir viele. Viele Eltern haben Angst, wenn ihre Kinder sich anders entwickeln als sie selber. Kinder sind ja nicht dein Eigentum, sind ja nicht dein Besitz. Und da geht es aber schon los, wenn dein Kind sich anders entwickelt, andere Noten hat, in anderen Fächern gut ist, in denen man aber gar nicht gut sein soll, sonst kann man ja bei der Firma nicht anfangen, dann haben viele Eltern mit den Problemen, weil sie müssen das dann den anderen Nachbarn oder den Lehrern erklären, was ist mit ihrem Kind los. Ja, mein Kind ist einfach, wie mein Kind ist, ja, aber es soll so sein wie die anderen Kinder, total individuell. So, deswegen kaufen Leute auch Markenklamotten, damit die Kinder auf dem Schulhof keine Probleme bekommen. Hä? Das Kind soll selbstbewusst sein, deswegen tragen alle Adidas. Ah ja. Aber ich bin gegen Schuluniform. So geht das die ganze Zeit. Ja? Und wenn man die Leute darauf anspricht, ja, dann merken sie natürlich, dass im Kopf das da was sich beißt, aber automatisch möchte der Mensch nicht diese Erniedrigung erfahren, dass er ein Mitläufer ist, und dann drehen sich viele Leute weg. Du hast selbst ein Kind, du weißt Bescheid. Also eigentlich für mich, wir sind total deiner Meinung, was das angeht. Die wesentliche Frage eigentlich wäre, wie kann man die Kinder helfen, trotz der Weg der Schule, weil es ist nicht immer möglich, eine neue Schule, also deine Kinder in eine Schule geschickt, die du selber gegründet hast, nicht. Okay? Das heißt, es ist nicht immer möglich, das Kind zu schicken in eine Schule, die perfekt ist, weil da fehlen einfach die Mittel erstmal. Aber man muss ja irgendwie gucken, wie kann ich dieses Kind doch durch diese Formatierung leider schicken müssen und gleichzeitig ihm sozusagen einen Gegenpart geben, wo man vielleicht zu Hause guckt, wie kann ich dieses Kind die andere Teil von seinem Gehirn entdecken lassen? Das wäre eigentlich die Frage. Und ich glaube, dass viele von euch das sowieso schon weiß, weil ich habe schon mit den Leuten hier gesprochen, dass diese rechte Gehirnhemisphäre, das geht um in der Natur gehen, Punkt 1, hier habt ihr richtig ein schönes Umland, das geht um spirituelle Aktivitäten anfangen, für den Körper achten, nicht mehr zählen, das heißt, nur zählen für die Schule, aber zu Hause nicht mehr zählen, nicht vergleichen, was der andere tut und was ich tue, nicht mehr bewerten, in der Höhe und in der Tiefe. Das ist der entscheidende Punkt, nicht mehr bewerten, ja, auf jeden Fall. Ja, und da kommt man langsam an. Okay, jetzt wollte ich noch ein anderes sprechen, weil es mich super interessiert, das Wort Demokratie.
also ganz oft benutzt. Und Demokratie ist ein System, wo Leute wählen. Das ist eigentlich immer so. Also wenn es Demokratie heißt, das heißt, man wählt. Und mein Problem mit Demokratie, deswegen bin ich eigentlich kein Demokrat, ist, dass wenn man wählt, heißt das, es gibt sowieso Leute, die nicht zufrieden sind mit der Entscheidung. Das heißt, wenn ich 5 Leute habe und manche 2 wollen rot und 3 wollen blau, also die 3, die blau wollen, die haben gewonnen. Okay, die haben also Macht über die, die rot haben wollten. Und solange dass man wählt und dass 2 nicht d'accord sind, hat man für mich eine falsche Entscheidung getroffen, weil nicht alle zufrieden sind. Und deswegen glaube ich nicht an Demokratie, solange dass man wählen muss zwischen der eine oder der andere Geschichte. Was ich glaube, was funktioniert, ist, was ich nenne gern Open-Source-Politik. Das bedeutet, die Leute bringen da ein, was sie für richtig halten, und die suchen nach einer Lösung. Und solange das keine Lösung gefunden ist, dann kann man sich nicht entscheiden. Und das ist eigentlich, vielleicht wollte ich dir das so lange sagen mit der Demokratie. Ich verstehe, was du sagen möchtest, weil wir haben natürlich, im speziellsten Fall ist es wie in Amerika, da haben wir ein Einparteiensystem, ja, mit 2 rechten Flügeln. Das haben ja viele nicht verstanden, was sich dort wirklich abspielt. Das ist richtig, dass Parteien letztendlich Stimmen einsammeln und am Ende gibt es lauter Kompromisse und man kann das, was man wirklich wollte, am Ende ja gar nicht mehr erkennen. Das ist eben wie so eine Weltreise, die aber nur bis hinter Saarbrücken geht, weil das sonst nicht demokratisch zusammengemanagt wurde. Ich verstehe, was du sagen möchtest, ja. Aber da gibt es natürlich dann Menschen, die sagen, aber man muss das so eben doch so machen. Ich weiß nicht, ob man das so, wie wir es im Moment machen, muss. Ja, das ist eine relativ friedliche Staatsform. Ja, Demokratie, das ist der Vorteil an unserer Demokratie, ist ja, dass man in einer Demokratie unfähige Politiker unblutig loswerden kann. Das ist ein Vorteil. Das ist in der Diktatur anders. Ja, das heißt aber nicht, dass das Weisheit letzter Schluss ist. Ich meine, wenn eine Demokratie, wie wir sie im Moment leben, so unterwandert ist von der Industrie und Lobbyisten, in Berlin kommt auf jeden Politiker ein Lobbyist, in Brüssel ist noch schlimmer, dann hat das mit der Mehrheit des Volkes ja auch nichts mehr zu tun. Weil was ist ein Lobbyist? Ein Lobbyist ist jemand, der für eine sehr kleine Gruppe arbeitet, die gegenüber der Restdemokratie viel zu klein ist und sich irgendwelche Sonderrechte organisiert. Dann ist das keine Demokratie. Lobbyisten sind eigentlich undemokratische Menschen, weil sie wissen, wenn sie normal sich zur Wahl stellen würden, hätten sie einen kleineren Anteil an der Macht oder an dem, was sie gerne wollen. Also als Lobbyisten verstärken sie sich quasi, indem sie in die Hinterzimmer kommen und sich praktisch das kaufen. Aber niemand hat Probleme mit Lobbyisten. Das sind gute Leute, heißt es dann immer. Lobbyisten sind eigentlich Antidemokraten, weil sie nicht das akzeptieren, was die meisten wollen, sondern sagen, das stimmt zwar, aber wir als kleinere, reiche, einfache, große Gruppe, wir wollen eigentlich das. Und das wird dann durchgezogen. Und wir befinden uns in einer Lobbydemokratie. Das ist eine Lobbydemokratie. Also man kann es daran erkennen, das, was die meisten Menschen wollen, mit einem gesunden Menschenverstand, den ja die meisten Leute noch haben, weil ich sage immer wieder, die meisten Menschen auf diesem Planeten sind in Ordnung. 95% sind in Ordnung. Es gibt da oben so 2-3%, die gar nicht in Ordnung sind. Und dann noch ein paar Prozent, die das gewähren, die das durchsetzen. Aber die meisten Leute sind in Ordnung. Was in ihnen nicht in Ordnung ist, dass sie sich das bieten lassen. Okay? Wenn wir diese einigen kleinen Gruppen da oben das gewähren lassen, dann müssen wir uns ja nicht wundern. Weil nach deren Denke ist es so, es gibt immer 2, die verarscht werden. Der verarscht und der verarscht wird. Aber diejenigen, die verarschen, fühlen sich dabei auch noch gut. Weil wir lassen sie ja gewähren. Das bedeutet, für diese Menschen, die da unten, scheint es nicht genug zu stören, dass man sie verarscht. Wahrscheinlich sind sie so blöd, die wollen geführt werden. Und da haben Lobbyisten in vielen Punkten recht. In vielen Punkten haben sie recht, weil Lobbyisten geben einen Weg vor. Und das ist für viele Leute immer noch bequemer, also dem zu folgen, als dem zu widersprechen und den eigenen Weg zu suchen. Das ist die eigentliche Macht der Lobbyisten, dass sie sich auf die Passivität derjenigen, die sie kritisieren, verlassen können. Und deswegen, wenn wir Probleme haben mit einer Demokratie, die eine Lobbydemokratie ist, dann sollten wir uns mal das Zahlenverhältnis angucken. Wie viele Lobbyisten es in Deutschland gibt, wie viele Spitzenpolitiker es gibt und wie viele Menschen es sonst noch gibt. Und ich finde, das ist ein Verhältnis, da hätten die gar keine Chance, wenn wir uns nur mal aufmachen würden. Machen wir uns auf. Hören wir auf, nur darüber zu reden, was uns stört, zeigen wir, dass es uns stört. Wir haben in Deutschland das Versammlungsrecht. Wir können auf die Straße gehen, ja? Aber ich habe gehört, heute ist hier weniger los, weil es gerade Fußball. Das ist die Leistung dieser Lobbyisten. Die Leistung dieser Lobbyisten und die Leistung dieser Politik ist, den Menschen klarzumachen, dass das, was sie fühlen, nicht so wichtig ist. Und dafür kriegen sie einen Ersatz. Apollo-Optik. Merkur-Hotel. Etwas anderes. Und was du ansprichst, was du ja als Künstlerin oft ansprichst, da unterstütze ich dich natürlich da drin. Bilbo sagt, wir müssen aufhören, deswegen hast du ja auch Probleme mit Zahlen, wir müssen aufhören, uns immer als Konkurrenten zu sehen. Wir sollen aufhören zu konkurrieren, ja? Wir sollen zusammenarbeiten, kooperieren sollen wir. Das wäre viel effektiver.
Und wenn wir immer sparen wollen, ja, und wir haben doch alle kein Geld, ja, alles scheitert doch am Geld. Nichts ist teurer als Krieg. Krieg ist echt teuer. Also Frieden ist viel billiger. Wir müssen diesen Frieden machen, weil wir haben kein Geld für den Krieg. Kommt doch mal mit diesem Argument. Sag doch mal, Frau von der Leyen, ich würde mir ganz gerne bei Ihrem Krieg mitspielen, aber ich kann es mir im Moment auch nicht leisten. Das ist wie eben, ich würde mir auch gerne dieses Auto kaufen, diese Weltreise machen, kann ich mir im Moment nicht leisten. Und Sie haben mir beigebracht, ja, Leistung muss sich wieder lohnen, dass man auch mal sparen muss. Ich würde mir gerne den nächsten Krieg sparen, Frau von der Leyen. Ich kann ihn mir nicht leisten, liebe NATO. Ich würde gerne mitgehen beim nächsten Waffengang gegen wie auch immer, aber ich kann es mir im Moment nicht leisten. Ich habe mal durchgerechnet, was so ein Kampfjet pro Stunde kostet. Habe ich im Moment nicht auf der hohen Kante. Sie? So, das wäre doch schon mal eine Aktion. Also, du gehst immer so schnell, dass ich meine Ideen wieder verliere, dann komme ich dann wieder an andere und dann wieder an andere. Das ist das Problem bei der Sache. Falls was interessant wäre, ist, dass wenn man sieht, wie intelligent die Menschen sind, dann könnte man eigentlich die Probleme von der Planet in 0,x lösen, wenn wir alle die Energie dafür setzen würden. Und die Energie, die wir benutzen, die wird meistens zu 99% verschwendet, um Geld zu verdienen. Und wenn man das wegmacht, hat man natürlich unglaublich viel Zeit und Muße und Möglichkeiten, die Probleme von der Planet zu lösen. Und deswegen, wenn ihr sagt, ja, das wäre eine Gesellschaft ohne Geld wäre doch toll, und sagen, ja, da hätten wir ganz viele Probleme, dann die Antwort wäre, wie viele Probleme haben wir jetzt? Mit dem Geld, ja. Mit dem Geld. Ja. Also, wie sieht das jetzt aus? Kann es noch schlimmer werden? Können es noch mehr Katastrophe, menschliche Katastrophe kommen, wenn wir kein Geld hätten? Dann wäre die Frage, wie viele Probleme haben wir dann, wenn wir kein Geld haben? Das ist eigentlich eine interessante Frage. Siehst du eine? Wenn du eine hast, habe ich vielleicht eine Antwort. Siehst du ein Problem, wenn wir kein Geld mehr hätten? Nein. Das Problem bei Geld ist ja nicht das Geld selber, sondern dass es unheimlich viele Leute gibt, die nicht genug Geld haben. Das ist das Problem. Nein, wenn man das Geld wegradiert. Das Geld ist ja das Problem, was wir mit Geld haben, ist ja, wie es verteilt ist. Und dass es so verteilt ist, wie es verteilt ist, das ist ja Absicht. Wenn du alles so aufbaust, dass du Geld brauchst, um mitmischen zu können, dann musst du nur dafür sorgen, dass die meisten kein Geld haben. So machst du sie gefügig. Also hätten wir ohne Geld weniger Probleme. Ja klar, weil wenn man gar kein Geld hat, dann hat man nicht mehr diese Geschichte, dass man mehr hat als der andere, was Geld betrifft. Dann ist jetzt nur noch ich, was er tut. Und einem möchte ich was sagen. Ich hatte letztes Mal über Geld gesprochen und ich bekam eine Kritik, die ich ganz interessant fand, dass jemand mir sagte, wer bringt den Müll runter, wenn wir kein Geld haben? Und darüber habe ich mich Gedanken gemacht, weil ich würde vielleicht auch ein Problem haben, mit dem Müll runterzubringen, weil ich eine super empfindliche Nase habe. Und dann kam mir im Gedächtnis, dass ich war einmal auf einem Treffen von Couchsurfing, das ist so ein Gastfreundschaftsverein, also Internetplattform, das kennen vielleicht viele, diese Gastfreundschaftsgeschichte. Und das war eine Riesenparty. Und am Ende der Party kamen ein paar Leute, die haben gesagt, ja, wir müssen jetzt den Camp aufräumen, dies muss gemacht werden, dies muss gemacht werden, wer macht das? Und das war's. Irgendjemand hat einfach gesagt und dann haben die Leute sich da verteilt. Und dann jemand, den ich kannte, mit vier anderen Typen, die haben die Klo geputzt, okay? Und das waren richtig so Löcher, die da drei Tage benutzt wurden von 2000 Leuten. Das war nicht unbedingt einfach, die Aktion. Das müssen sie in Plastiktüte wieder rein tun und so weiter. Und der Typ ist eigentlich ein IT-Programmierer, der das nicht nötig hat, sowas zu machen, in der Theorie. Und dann habe ich ihn gefragt, warum hast du das gemacht? Und er hat gesagt, weil ich es kann. Weil ich das kann. Und das heißt, die Antwort zu wem bringt der Müll runter ist folgendes. Es gibt sicher einen Typ, der ist nicht super, super hell im Kopf, also der ist zwar intelligent, aber nicht so, dass er Mathematik gewandt ist, aber der hat gute Muskeln, der liebt Sonnenaufgänger und der riecht super schlecht. Der riecht eigentlich nichts. Okay, solche Typen gibt das. Und wenn er sich getragen fühlt in einer Gesellschaft, wo er weiß, er wird getragen, egal was er tut, er wird nicht ermahnt, wenn er nicht tut. Er kann auch alt werden und wird trotzdem weiter ernährt. Ich bin sicher, dass dieser Mensch irgendwann sagt, ich bring den Müll runter. Da bin ich auch ganz sicher. Damit meine ich, dass in einer Gesellschaft, wo kein Geld ist und wo jeder macht, was er kann und möchte, okay, dann funktioniert es. Und wenn es einen Posten gibt, das niemand machen muss, dann muss man überlegen, warum es niemand machen muss. Und vielleicht ist dieser Posten einfach obsolet. Der muss gar nicht geben.
Und Bilbo, was du sagst, sehe ich ähnlich, weil viele von uns sagen zum Beispiel, wenn sie sich aufmachen wollen in eine andere Gesellschaft, dann blicken sie sich nicht nur um, weil sie Angst haben, ob sie alleine sind, sondern lohnt sich das, kommen dann noch andere mit. Sonst mache ich das nachher alleine, lohnt es ja gar nicht. Das ist das, was du sagen möchtest. Also, wenn ich jetzt losgehe, mein Leben verändere und schaffe ich es nicht meinetwegen alleine, weil ich will was Größeres zum Beispiel machen und da kommt dann keiner mit, wie stehe ich denn dann da? Dann lohnt sich das, dann fühle ich mich ja betrogen. Wenn man davon loskommen würde, was du gesagt hast, ja, ich versuche das, ja, nicht das, was man gerne ändern möchte, was man tun möchte, davon abhängig machen, ob es andere tun, weil man sonst sich betrogen fühlt. Wenn man sich davon frei macht, sagt, ich mache es sowieso, weil es ist schön, wenn andere mitmachen, aber ich fühle mich nicht betrogen, wenn andere es nicht mitmachen. Wenn man davon loskommen würde, dann wäre viel anders. Aber da haben wir wieder die Angst. Aber eben auch dieses, dass man es als Betrug empfindet, wenn man als Erster eine Veränderung anfängt, wenn es keine Garantie gibt, dass das auch später honoriert wird von den anderen. Und es wird honoriert am Endeffekt sowieso für alle, weil wenn es mir besser geht, wenn ich was gebe für die Gesellschaft, dann geht es eigentlich am Endeffekt auch alle besser. Das heißt, im Grunde, man verliert nichts, indem man in dem Super was wegschmeißt. Man muss es im Moment gucken, dass die Super schmeckt, weil alle von der gleichen Super essen. Also wirf bitte keinen Müll in der Super. Darum Danke. Kommen wir zu der Ausstellung. Das war super! Ich sage Danke an Saarbrücken. Ich war vor 25 Jahren schon mal hier und ich werde nicht nochmal 25 Jahre warten. Ich komme jetzt eher. Das war jetzt nicht so. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich war ein bisschen rough in der Ansage, aber manchmal muss man die Leute ein bisschen wecken aus diesem Wachkoma. Verinnerlicht das doch einfach und versucht zumindest euer eigenes Leben zu leben. Ich habe nie behauptet, dass das eine einfache Nummer ist. Ne? Das ist natürlich schwierig und es kann überhaupt nicht schaden, den einen oder anderen Wegbereiter und Wegbestreiter und Freund zu haben, den man mal fragen kann. Ja? Aber statt sich umzudrehen, ob die anderen mitgehen, weil man selber Angst hat, sollte man selber derjenige sein, der mit Mut vorangeht und dann kommen auch die anderen dazu, da bin ich überzeugt. Ich kann es nur sagen, ich war mal relativ alleine mit dem, was ich getan habe. Inzwischen habe ich ein Team, die haben sich angeschlossen, die habe ich nicht über die gelben Seiten gefunden. Es finden sich die Leute. Auch bei euch finden sich die Leute, wenn ihr losgeht. Dem müsst ihr nur vertrauen, daran müsst ihr nur glauben und dann wird das auch so. Und alles, was ihr ändern könnt, ist euer eigenes Leben leben und ändern. Und deswegen, das ist mein finaler Satz, es gibt kein überzeugenderes Argument, etwas zu ändern, als es selber zu tun. Vielen Dank. Dankeschön.